Hallihallo und herzlich willkommen bei Bastion, einem, soweit ich weiß, relativ kleinen Spiel. Ich weiß nur, dass ich es, ich glaube durch ein Bundle oder so bekommen habe, beziehungsweise es war mit dabei, als ich mir das gekauft habe. Und ich habe es mal angespielt und ich fand es sehr interessant und daher wollte ich euch das zeigen. Und ich habe gedacht, das bietet sich eigentlich für ein Let's Play an und ja, dann gucken wir mal, was uns erwartet. Wie gesagt, ich habe es mal kurz angespielt und ich fand es richtig cool, auch von der Atmosphäre her und so weiter. Und ja, dann würde ich sagen, gucken wir einfach mal rein. Wir machen den Normalmodus einfach. Weil null Problemo brauchen wir dann doch nicht. Ein bisschen was können wir ja schon, denke ich mal. Proper store is supposed to start at the beginning. Ain't so simple with this one. Now here's a kid whose whole world got all twisted, leaving him stranded on a rock in the sky. He gets up, sets off for the Bastion, where everyone agreed to go in case of trouble. Und hier sieht man schon zum einen, was ich mit der Atmosphäre meinte, alleine dieser Erzähler und die Musik ist schon richtig cool. Und so ist das Spiel aufgebaut. Wir sind quasi hier dieser Kid und rennen hier durch eine ziemlich zerstörte Welt. Und ja, das, was wo wir hinlaufen müssen, das baut sich erst auf. Ne, und das finde ich schon einfach, das hat mich schon überzeugt im Prinzip, dass ich mir das Spiel näher ansehen muss. Well, it's a touching reunion. Genau. Hier, also es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich das Genre bezeichnen soll, man kann aber halt hier alles kaputt machen. Man rennt hier rum und kämpft auch so, also nichts mit einem extra runden, mit einem extra Kampfbildschirm oder sowas. He sees what's left of the rippling walls. Years of work undone in an instant. In the calamity. Genau so sieht es aus. Dann gibt es hier auch ab und an irgendwelche Sachen zu entdecken. Beispielsweise da drüben weiß ich nicht, ob wir da normal hinkommen. Aber man sieht halt schon mal auch Sachen, die man entdecken kann. Und da muss man halt gucken, wie man da hinkommt, weil man den Weg ja nicht direkt sieht. That's a survivor. No, ma'am. It's a gas fella. Forced out from underground. Ja, und pops him good. Genau, hier seht ihr. Okay, das könnte etwas schwierig werden mit dem Erzähler. Aber so sieht das mit dem Kampfsystem aus. And then he falls to his death. I'm just fooling. Und das fand ich auch eine richtig coole Sache. Im Prinzip ist spielen wir eine Geschichte, die von dem Erzähler erzählt wird. Und ja, so ein bisschen reagiert er halt auf das, was wir tun, jetzt nicht besonders stark, wie in zum Beispiel Stanley Parable. Just rages for a while. Aber trotzdem in gewissem Maße, wie ihr gerade auch gesehen habt. Wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte, hier mit dem Kaputtschlagen, dann hätte der das auch nicht gesagt. Und das finde ich richtig cool. Was ihr vielleicht auch gesehen habt, ich glaube, man verliert Sachen, wenn man stirbt oder hier runterfällt. So, ah, okay, sehr gut. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ich mach mal ein bisschen auf noch hier. Also man sollte es zumindest vermeiden. Aber man kann es, man kann tatsächlich runterfallen. Und das ist auch eine Sache, die man wissen sollte. So. An old repeater falls out of the sky. Ain't a gift from the gods, but it'll have to do. So. Gotta hold her still to spin up the chamber. Das heißt, wir haben jetzt auch eine Fernkampfwaffe. Also wirklich RPG ist es ja definitiv nicht, würde ich sagen. Aber ich weiß nicht genau. Also mit den Genres kenne ich mich sowieso nicht so aus. Und ja, dann, keine Ahnung. Ihr müsst halt nur euch nur ansehen, wie das Spiel allgemein ist. Oder was man macht. Das reicht ja eigentlich, um festzustellen, ob man das Spiel mag oder nicht. Man muss nicht wissen, in welches Genre man das einordnen würde, wenn man es könnte. So, da drüben sind nur Säulen. Ist da irgendwas drauf? Sieht nicht so aus. Na genau, dann können wir es noch wegrollen, sehr gut. Kids worked up quite a thirst by now, so that fountain looks real inviting. Sometimes you just need a drink.
Ah, okay. So können wir also... Da haben wir immer drei Heiltränke dabei. Das ist ja nicht schlecht, das ist cool. Das ist schon eine ganze Weile her, seit ich das Spiel getestet habe. Ich habe noch nie irgendwie Platz und Zeit gefunden, um das zu testen. Beziehungsweise, um es zu spielen dann letztendlich. Find a memento from a girl he knew. Always use the fancier. So, das ist schon mal ganz gut. Solange wir es können, würde ich sagen. It's a wonder the old saloon still standing. Used to have the nicest view. Halten wir uns schön geheilt. So, genau, hier muss doch noch was sein, meine ich doch. Und das sind halt, das habe ich ja eben schon gesagt, das sind die Dinge, die man hier entdecken kann. Soll gerade mal gucken. Unser Inventar. Ein Andenken, eine Identifikationsmarke aus der alten Zeit. All jene, die offiziell im Dienst der Stadt stehen, trugen den Stern von Kelondia. Er soll wärmisch Fleiß und Opferbereitschaft symbolisieren. Ein Andenken, ein rußbeschmiertes modisches Accessoire, sie ist von enormem Wert, sentimentalem Wert. Sorgt außerdem dafür, dass das Haar sich nicht selbstständig macht. Am besten aufbewahren, nur für alle Fälle. Sehr schön. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. He sets foot inside one of Celandia's famous watering holes. Inside's old Rondi, the bartender. The calamity got him for his drinking did. Ja, hier scheint es schon ziemlich abzugehen, muss man mal so feststellen. Then Kid finds his trusty shield. Aha, sehr schön. The security takes him for a petty thief. Whoa, whoa, whoa. Shield saves his hide. Ja, das glaube ich sofort. Oh, das war cool. Ich konnte die... Ich kann die Kisten kaputt machen, bevor die Viecher da rauskommen. Das ist ja nicht schlecht. Okay. More squirts start coming out of the woodwork. A big old fella pops out in front of the kid. Na komm. Ach, den Dicken habe ich schon kaputt gemacht. Kid sees the way to the bastion out the window. It's a bit of a drop. Okay. Rondi always wanted his ashes scattered here. Das ist schon, ja, interessant eigentlich. Warum war der jetzt zu so einer Statue mutiert? Was sind das für Freaks, die da die ganze Zeit auftauchen und so? Ich hoffe, das erfährt man im Laufe des Spiels. Und dann gucken wir mal. He gets a good look at things on his way down. He lands on top of a breaker's bow. And it ain't broke. Cool, dass wir hier die ganze Zeit Sachen finden. Ah, der funktioniert schon anders. Kid spies a good perch for some target practice. He knows he should draw the string all the way back. Boom. Ah, okay, cool. Also ich kann mich dabei noch ein bisschen bewegen. Ich muss allerdings halt die Sehne straffen, wie es da auch so schön stand. Ich guck gerade mal hier, was hier ist. Nichts. Okay, ich dachte, da können wir vielleicht noch weiter. Was haben wir da noch? The kid pockets a memento from a breaker. Once the fastest man in the land. Okay. Also ich find's, das kann ich an dieser Stelle schon sagen. The emergency defenses still work. Bad news is they're aiming for the kid. Ich mag jetzt schon die Grafik und die ganze Aufmachung des Spiels. One long before the kid could loose an arrow, strong and true.
Alleine, ja, die ganze Atmosphäre, die das Spiel hier hinterlässt. Oder die das Spiel auch irgendwie so beschreibt. Picks up a few pointers from a dusty old tome. He's a mighty fast learner. Ah, okay, das ist also unsere Spezialfähigkeit. In Ordnung. Dafür brauchen wir eine Schwarztonika oder ähnliches. Also das sind, können auch immer dreimal die Fähigkeit benutzen und die muss ich dann auch wieder erst aufladen. Komm, ist gut, stirb einfach. Also das hat mich bei dem Spiel schon beim Anzocken einfach... You find the distillery, right next to the arsenal. Tough part of town. One sip of the spirits in that distillery, and the kid'll feel like a new man. Okay, also wir haben hier scheinbar doch so eine Art System, wo wir unsere Sachen oder wo wir uns ein bisschen leveln können. Wir können zum Beispiel maximale Gesundheit hinzufügen, eine kritische Trefferchance ist allerdings nur bei voller Gesundheit aktiv. Oder jemand, der lose Fragmente, also ein Trank, der lose Fragmente einsammelt. Nehmen wir mal das mit. Spirituosen liefern passive Boni. Genau. Das ist ja cool. So, dann können wir jetzt noch im Arsenal. The arsenal is where the kid can pick the best tools for the job. Genau, und hier können wir dann also auswählen, was für eine Waffe wir nehmen. Und das ist der X-Slot. Und das hier ist also der B-Slot. Das heißt, das können wir komplett umstellen, das gefällt mir. Also wir können auch zwei Fernkampfwaffen mitnehmen, wenn wir Lust hätten. So, tanzender Schuss, eine geheime Bringertechnik, die dafür sorgt, dass ein Pfeil von Feind zu Feind tanzt. Also das sind quasi die Sachen, die wir finden, die können wir dann benutzen, oder was? Scheint so, sieht so aus, weil das hier diese Bringertechnik ist, sag ich mal. Eine Spirale aus Blitzen, die in alle Richtungen Schaden verursacht. Ach, das ist eine Reißer-Repetier... Ah, nee, okay. Das ist ein Bringerbogen-Fertigkeit, das ist eine Hammer-Fertigkeit und das ist eine Repetiergewehr-Fertigkeit. Dann nehmen wir den Wirbelwind. Und dann lassen wir das alles erstmal so. Ist ja nicht schlecht. So, dann geht's hier weiter. Nochmal so ein Teil. Na komm, so. Some of them squirts birthing like crazy in a couple of corn bins. Also das da sind quasi Spawner, wenn ich das richtig sehe. In Ordnung, ja cool. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an Dungeon Land, wer das kennt. Ist vielleicht, also es ist von der Spielart auf jeden Fall ähnlich. So. Gerade schauen, nehmen wir das. Die sammeln wir ein, einfach auch wenn wir sie nicht brauchen. Und hier. Ist das ein Brunnen? Nee. Aber hier ist ein. That one was Maud, the tutor. Once taught the kid good manners. He never used them though. Okay. Also wir treffen gerade quasi Leute aus seiner Vergangenheit, die irgendwie zu Statuen geworden sind. Kid better watch his step. Ja, das ist richtig. Ah ne, verlieren wir da irgendwas? Ich werde es jetzt gerade mal ausprobieren. Ja, tatsächlich. Einmal beim Aufklatschen verlieren wir Leben. In Ordnung. Aber wir verlieren nichts anderes, Wichtiges oder Ähnliches. Ist das schon okay. An old ferry barge sends the kid on his way. The bastion's real close now. Thank you.
Oh. Und da bin ich schon wieder runtergefallen, verdammt. So, okay. Jetzt wird's schon lustig, glaube ich. Kid takes a chunk of alloy. Smell of barley and spoiled blueberries fills the air. Ach du Kacke. That time you run out of black tonic. Kid maybe shouldn't have done what he just did. Also jetzt wird's ja schon witzig. Und den hier können wir ja noch... Mal gucken. Ja, raus aus dem Schleim da. Oh oh. Wir haben nichts mehr an Heilung. Verdammt, verdammt, verdammt. Rob's a scumbag of his last name. Nein, das... Oh, hoi, hoi, hoi. Ah, der scheint ja noch ein bisschen was an Leben zu haben. Kid puts him out of his misery. Ach, cool. Gerade so geschafft und wir haben auch alles zurückbekommen. So. Er hat ja ein bisschen was kaputt gemacht hier, wa? Gehen wir erstmal unten gucken. Ich weiß nicht, wo es. Nach oben sieht immer besser aus. Also vom. Ach so, hier geht's nirgendwo hin. Okay. Nach oben ist ja. Nach oben rechts ist ja meistens immer so das, wo man hin muss. So das Ziel. Alles andere ziehe ich dann immer vor. The core to the wharf district. He steals the city's heart. Might as well. Ach du meine Güte. Okay, jetzt haben wir hier so eine Art Hindernislauf. Kid has a feeling you better get a move on. The place is starting to fall. Das bietet sich natürlich bei der Machart dieser Welt auch total an. See that core Kid took was the only thing making this particular rock stay afloat. Na, ob das dann eine gute Idee war, das mitzunehmen? Kid just keeps running. Ach du meine Güte. Ah, der muss dazu wissen, jetzt hat er auch noch meinen Controller vibriert und das Bild und alles. Das ist schon cool gemacht. Also wirklich sehr atmosphärisch und das gefällt mir. Ja, die zwei ignoriere ich jetzt einfach. Ich muss ja rennen. Skyways in sight. Aha, sehr schön. Whisks him where he needs to go. Now the kid sees something stranger still. His mind races. So, damit haben wir die erste Folge auch fast rum. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir dann mal in den Kommentaren hinterlassen könntet, wie ihr Did das Spiel... survive? Ja, hoffen wir's. Was ihr von dem Spiel haltet... Und ob ihr das genauso faszinierend und atmosphärisch findet wie ich. So, dann gucken wir mal. Sure enough, he finds another. He finds me. Ah. We talk for a spell. Das ist im Prinzip eine Erzählung aus der Vergangenheit, also. Frag nach den Abzeichen. Warum... Sie nicht nur für Uniform und Identifikations waren sie nicht nur für Uniform und Identifikationszwecke gedacht? There's a bit of the Bastion's power in that crest, enough to point the way to the cores. Aha. All I tell him is to set that core of his on the monument there, then watch. Also im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass wir diese Cores holen müssen und die Welt dann auseinanderfällt. Okay.